Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary. Dieses Mal geht es um ein Thema, welches aus einem weitaus größeren und ziemlich empfindlichen Thema sich in meinem Leben entwickelt hat. Und zwar, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe schon sehr, sehr lange überlegt, ob ich nicht das Thema Flüchtlinge in meinem Commentary oder in einem meiner Commentaries eben unterbringe. Aber ich muss euch ehrlich sagen, dieses Thema ist sehr, sehr delikat und ich habe persönlich auch keine Lust auf, sag ich mir mal, niveaulose Kommentare, die eventuell darauf folgen könnten, aber das ist nicht meine größte Sorge, sondern das Problem ist, dass dieses Thema schon so groß ist und man an vielen Ecken und Kanten dann darüber sprechen müsste, dass ich mir im Moment noch ziemlich unsicher bin. Aber ihr könnt mir gerne dazu eure Gedanken in die Kommentare niederschreiben und mir die Frage beantworten, ob ihr euch so ein Commentary wünscht oder nicht. Aber wie ich gerade erwähnt habe, möchte ich über ein Thema sprechen, welches aus diesem, sag ich mal, großen Thema, so gesehen als Ergebnis sich gebildet hat. Und zwar geht es mir hier um die eigene Meinung. Das bedeutet, die eigene Meinung, die den Charakter eines Menschen eben definiert. Denn wir Menschen sind nun mal alle verschieden, obwohl wir genetisch gesehen viele, sag ich mal, Gemeinsamkeiten haben, sind wir dennoch in vielen Sachen unterschiedlich, haben unterschiedliche Gefühle und unterschiedliche Eigenschaften. Und um das geht es mir. Das Problem in der heutigen Gesellschaft, gerade wenn es um das große Thema Flüchtlinge geht, ist, dass die meisten Menschen momentan keine eigene Meinung zu diesem Thema haben. Das bedeutet, sobald eine Diskussion oder Unterhaltung in irgendeiner Form über dieses Thema beginnt, gibt es nur ein Links oder Rechts. Das bedeutet, die Unterhaltung wird dadurch gestoppt und die Bildung der Meinung wird dadurch gestoppt, dass man den Partner, also den Unterhaltungspartner, in irgendeine, sag ich mal, Schublade steckt, entweder links oder rechts. Und somit ist das Gespräch dann eigentlich meistens schon erledigt. Da man einfach der Meinung ist, man wüsste schon alles über diese Person. Wenn man weiß, dass die Person rechts ist, dann ist das mit Sicherheit ein Rassist, ein Nazi und alles, was noch dazugehört. Und überhaupt, der hasst die ganze Welt, Bananen, Kiwi, Joghurt auch, weil alles Veganer und... versteht ihr, was ich meine? Und wenn man die Person als links darstellt, dann weiß man, ach, der träumt nur. Und schon hört man auf, darüber weiter zu denken oder weiter nachzufragen. Aber ist das die Lösung? Ich meine, es kann doch nicht sein, dass man mittlerweile unter den eigenen Bürgern sich nicht normal unterhalten kann, ohne dass man gleich mit Vorwürfen bombardiert wird. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg und das ist auch der Grund für dieses Video, weil ich diese Dinge einfach wirklich, wirklich schade finde. Und auch das Gleiche, wobei ich noch einmal betonen muss, ich bin politisch neutral, aber das Gleiche passiert in der Politik. Und dazu würde ich euch gerne einen Ausschnitt von einer Psychologin aus einer Sendung, die sich Im Zentrum nennt, die hier in Österreich ausgestrahlt wird, zeigen. Es ist ja so, dass der Populismus zu einem Begriff der Kampfrhetorik verkommen ist, weil immer das, was am gerade nicht passt und was den gerade Regierenden nicht passt, ist populistisch. Jetzt ist der Herr Seehofer auch schon populistisch, weil es irgendwem anderen nicht passt. Also es ist alles, was eine andere Meinung ist, wird ganz schnell als populistisch abgewertet und damit eigentlich diskreditiert, nicht mehr inhaltlich diskutiert. Wie ihr seht, passiert sowas auch in der Politik, wobei die Begriffe links und rechts immer so momentan in den Hintergrund gerückt werden und das Wort Populist sich durchgesetzt hat. Und das ist ebenfalls so ein Begriff, den man einfach in die Runde haut und somit das Gespräch ohne Argumentationen zu liefern eben schnell beendet. Dabei ist es oftmals wirklich den Menschen so fast von egal, ob ihre Argumentation, sprich Populist, Hetzer und was für sich, überhaupt einen Grund hat und ob das überhaupt passt. Und dazu kann ich euch sogar ein Beispiel liefern, wie ihr hier sehen könnt, wenn ihr zum Beispiel das Video jetzt stoppt und euch das Ganze durchlest, werdet ihr feststellen, dass die Person, die mir kommentiert hat, die meinen ersten Kommentar anscheinend überhaupt nicht verstanden hat. Aber man versucht auch einfach momentan, die objektiven, sachlichen Meinungen, die auch auf Fakten basieren, einfach zu unterbinden. Und ich frage mich, warum das so ist. Es ist eine wirklich berechtigte Frage, sich zu fragen, warum die Menschen
A. keine eigene Meinung haben und B. eventuell diese eigene Meinung versuchen, auf irgendeine Art und Weise zu bekämpfen. Diese Antwort, die ich jetzt euch liefere, ist ja nur meine persönliche Meinung und meine persönliche Antwort. Wenn ihr eine andere habt, könnt ihr mir diese gerne in den Kommentaren hinterlassen, aber ich antworte mal. Also meiner Meinung nach passiert das aus folgendem Grund, weil man lieber einer größeren Menge an Menschen manchmal auch blind folgt und sich dadurch einfach stärker fühlt. Denn seien wir ehrlich, wenn man eine eigene Persönlichkeit hat, einen eigenen Charakter, eventuell auch einen starken Charakter, dann ist das etwas, was man sich durch jahrelange Erfahrung eben auch alleine erkämpfen muss. Einfach dadurch, dass man sich eben diese Erfahrungen angesammelt hat. So funktioniert nun mal das Leben. Die meisten Menschen sind dann aber momentan so, dass sie wissen nicht, was sie mit sich anfangen soll. Und jeder, der anders ist, der ist sehr, sehr leicht der Feind. Und das ist meine persönliche Meinung dazu. Denn oftmals stehe ich mit meiner eigenen Meinung alleine. Aber ich fühle mich dadurch gut, weil es meine eigene Meinung ist. Und ich glaube, nur, auch das können nur Menschen verstehen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und auch ein eigenständiger Mensch sein möchten. Andere sind, ich formuliere es jetzt mal ganz sanft, sie sind eventuell etwas schwächer und versuchen, diese Stärke auf eine andere Weise zu bekommen. Und oftmals ist das so, dass sie diese Stärke in irgendeiner Form von Gruppe oder Gruppierung oder Einstellung, irgendeiner Form von Aktivismus eben erreichen möchten. Und das ist so gesehen meine persönliche Meinung dazu und auch meine persönlichen Gedanken, die ich mit euch teile. Falls ihr andere habt, bitte, die Kommentarsektion ist für euch geöffnet. Aber ich bitte wie immer hier um Objektivität und um Sachlichkeit. Ich hoffe, euch hat dieses Thema gefallen. Falls ihr eventuell weitere Vorschläge für Commentaries habt, könnt ihr mir sie natürlich gerne als Kommentar hinterlassen. Ich glaube, ich habe das jetzt schon in diesem Commentary an die 5 Male erwähnt, dass ihr mir Kommentare schreiben könnt, aber das wisst ihr. Ich glaube, das ist einfach nur ein Commentary-Entzug, den ich gerade durchmache und ich mir nicht mehr bewusst bin, was ich eigentlich als in Commentary sage und was nicht. Ich muss euch auch ehrlich sagen, ich habe für dieses Commentary mir nichts vorbereitet. Ich habe alles so gesehen aus dem Kopf gesprochen und ich hoffe, dass diese Ehrlichkeit auch irgendwo als Botschaft bei euch ankommt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.